Vorbei ist sie, die fußballlose Zeit, und mit dem Ende der Sommerpause meldet sich auch auf Kurs zurück. Wir haben uns mit dem Cheftrainer Peter Vollmann verabredet, wollen mit ihm besprechen, wie die Vorbereitung so gelaufen ist. Bevor wir dies aber tun, haben wir den neuen Torwarttrainer unter die Lupe genommen. Jawohl, sieht lustig aus. Guck mal, so können wir sogar einen Zirkus. Ja, wenn das einer sieht, ist hier so ein stützige geschrammter Hals. Zwei. Super, das ist eine Schokoladenseite, sehe ich schon, und die andere Seite. Ja, ist ein sehr aufgeschlossener, netter Mensch. Machen alles von technischen Sachen bis hin zu athletischen Sachen. Also da ist es auch sehr, sehr, sehr ausgewogen dann auch. Jetzt mache ich einmal ein bisschen ernst. Gestatten, Alexander Ohrgrenz, der neue Torwarttrainer des FC Hansa Rostock. Jawohl. Seit Anfang der Vorbereitung ist der 42-jährige Kuppenheimer vor allem für Jakanel, Kevin Müller und Johannes Brinkis verantwortlich. Wie aus dem Hansa-Umfeld immer wieder zu hören ist, legt der ehemalige Profi vor allem Wert auf Athletik und Fitness. Darüber hinaus soll er auch in der Lage sein, jede seiner Übungen selbst perfekt vorzuführen. Grund genug also für uns, das Training einmal unter die Lupe zu nehmen. So musst du einfach die Balance halten. Insgesamt stand Alexander Ohrgrenz mehr als 400 Mal in Liga 2, 3 und 4 zwischen den Pfosten. Einen Durchbruch in Liga 1 verhinderten vor allem immer große, gestandene Namen. So wich er unter anderem Eike Immel und Uli Stein im Kasten. Jedes Mal, wenn die kamen, habe ich das Feld geräumt, weil ich gewusst habe, dass ich da wenig Chancen habe zu spielen. Jetzt werf immer in die Mitte, komm in die Mitte, komm in die Mitte, komm in die Mitte, in die Mitte und in die Mitte, ja. Ich werf so, ja. Insgesamt spielte der Sohn slowenischer Einwanderer bei mehr als 10 Vereinen und arbeitete dort auch schon mit Peter Vollmann zusammen. Ich glaube, mit den Mannschaften, mit denen ich gegen ihn gespielt habe, glaube ich, immer gewonnen. Ach so. Jetzt warte, bis ich da drauf bin. Na klar, das schneiden wir. Siehst du, zack, so. Da hältst du jetzt. Und dann machst du hier so ein paar Liegestütze. Ich schwamm da eins. Zwei. Die Familie des gelernten Speditionskaufmanns wird im Übrigen weiter in Wilhelmshaven leben, das Ohrgrenz schon seit einigen Jahren sein derzeitiges Zuhause nennt. In Rostock wohnt er derzeit im Stadtteil Lichtenhagen, wo er sich ganz wohl fühlt. Ich wohne in der Platte hier. Ich habe in der Platte eine Ferienwohnung. Die sind ja top renoviert, das ist wirklich eine schöne Wohnung drin. Und die habe ich jetzt erstmal übergangsweise, bis ich irgendwo anders was gefunden habe. Aber ich habe damit null Problem, da zu wohnen. Ja, super. Jetzt Welle loslassen und jetzt runter. Ja, klar. Ja, gut. Und während einer durchaus schweißtreibenden Trainingseinheit kann uns Alexander zudem glaubhaft versichern, dass wir um die Torhüter bei der Kogge auf keinen Fall Angst haben müssen. Ich hätte überhaupt keine Bedenken, wer jetzt von Anfang an starten würde. Der, wo startet, startet. Und da gibt es keine Bedenken. Nicht bei Kevin Müller, nicht bei Jockel. Und selbst wenn der Johannes jetzt, wenn die beiden ausfallen würden, selbst wenn der Johannes ins Tor müsste, der wird seine Sache auch machen. Bin ich von überzeugt. So, siehst du? Wenngleich Ohrgrenz eines ein Dorn im Auge ist. Der Spitzname von Johannes Brinkis. Wer um Gottes Namen in der Welt hat dem Johannes Pommes den Namen Pommes gegeben, weil das sein Leben lang Pommes, ne? Wer steht im Tor? Pommes. Ich habe dir das dem Johannes schon gesagt, wäre ich auf die Idee gekommen. Es steht kein Pommes im Tor, du bist der Johannes. Fertig. Der Johannes Brinkis, aber kein Pommes. Zack. Ja. Und da wir nun zum Schluss der Einheit gekommen waren, wollten wir uns natürlich auch noch zeigen lassen, ob der Alex wirklich so einen guten, präzisen Schuss hat. So, jetzt einmal, alles oder nix. Alles oder nix. Nun ja, der war wohl nix. Gut, okay, da kann man dann doch nicht meckern. Aber eines wollten wir uns dann doch noch erklären lassen. Wie bekommt man solch schöne Hände? Die sind schon ein paar Mal gebrochen. Hier zum Beispiel, ich auch schon zwei, drei Mal sind die auch schon so nach oben abgeknickt und hier aufgeplatzt. Okay, okay, hätten wir mal lieber nicht gefragt. Also dann, Alexander Ohrgrenz, willkommen bei der Kogge. Und wie versprochen, neben uns nun Peter Vollmann, Cheftrainer von Hansa Rostock. Herr Vollmann, wenn wir uns umschauen, sattes Grün, fragt sich, ob die Vorbereitung diesmal auch unter besten Bedingungen stattgefunden hat.
Ja, die Vorbereitung hat unter besten Bedingungen stattgefunden, zumindest was die Plätze angeht. Trotzdem sind die Plätze immer noch nicht optimal. Ich denke, es ist nach wie vor immer noch mehr Pflege möglich, nötig, und da müssen wir alle dran arbeiten. Sprechen Sie richtig mit den Jungs von der Rasenpflege? Wir sprechen sehr intensiv mit den Jungs von der Rasenpflege, und teilweise ist es so, dass die Dinge nach wie vor immer noch nicht richtig umgesetzt werden. Wir sehen ja auch immer, und das muss man uns einfach zugestehen, die Vergleiche in anderen Stadien. Wenn man jetzt St. Pauli gesehen hat, das war ein Golfplatz ähnlicher Fußballrasen, und da war schon eine Klasse zu erkennen. In unserem ersten Beitrag haben wir den neuen Torwarttrainer vorgestellt, den Nachfolger von Joe Stock. Wie sind Sie mit seiner Arbeit so zufrieden? Wir sind mit seiner Arbeit gut zufrieden, weil er genau das erfüllt, das, was wir uns gewünscht haben. Er ist erstmal menschlich, passt da sehr gut ins Trainerteam rein. Das war aber bei Joe Stock genauso. Das ist da kein Unterschied, aber es ist eben wichtig, dass das da ist. Und er ist vom Training her eben etwas anders als Joe Stock. Er legt auch Wert auf andere Dinge, wo die Torhüter auch Wert drauf gelegt haben, dass sie da mehr belastet werden. Sie haben alle Wahlläufe mitgemacht. Insgesamt ist das Training, denke ich, intensiver. Es ist ein anderes Training bei Joe Stock, aber ohne dass es jetzt unbedingt schlechter sein muss. Aber die Schwerpunkte sind halt anders. Intensiv ist nun Stichwort. Intensiv war auch der Torhüterkampf um das Tor, sozusagen in der Winterpause. War es diesmal ein ähnliches Kopf-an-Kopf-Rennen? Und wo würden Sie uns verraten, wer denn am Sonntag im Tor steht? Es ist genauso ein Kopf-an-Kopf-Ring. Also es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Entscheidung werden, die sicherlich auch menschlich sehr schwierig zu treffen ist. Aber wir müssen halt nach dem Leistungsprinzip gehen, versuchen, die Kriterien rauszufiltern, die für den oder für den Torwart sprechen. Im Moment ist es so, dass beide gleich auf sind, aber ich halte es so, und das ist auch, glaube ich, richtig im Moment. Eine Woche vor Saisonstart habe ich nicht die Not, irgendwas entscheiden zu müssen, auch nicht bei den Feldspielern, da ist es genauso, weil im Abschlusstraining der nächsten Woche kann sich der Torhüter den kleinen Finger verdrehen und dann kann er nicht spielen, und dann habe ich mich schon auf irgendeine Position festgelegt, die natürlich dann psychisch für den Torwart schon eine andere ist. Wenn ich ihm vor heute sage, eigentlich spielst du nächste Woche nicht, bist Nummer zwei, Der erste Torhüter verletzt sich mit dem kleinen Finger und sagt, aber jetzt muss meine zwei aber die Nummer eins spielen. Ich denke, dass es psychisch nicht klug ist, das einfach zu machen. Nächste Woche nach dem letzten Training wird es dann ein Gespräch geben und dann wird die Entscheidung für das erste Spiel fallen. Der dritte im Bunde ist auch ein neuer, der Pommes. Wie macht der sich so? Johannes macht sich hervorragend. Er ist, glaube ich, jetzt schon weiter wie Kevin Müller. Er immer nach Auskunft des Torwarttrainers, er ist körperlich total fit. Für ihn ist es natürlich anstrengend, genau wie für alle anderen Jugendlichen, die von unten nach oben kommen. Aber er gibt ein hervorragendes Bild ab und steht den anderen beiden eigentlich gar nichts nach. Gar nichts. Er ist top dabei und er wird sicherlich eine gute Saison in der U19 spielen. Und wenn Not am Mann ist, muss er bei uns auch ran. Okay, dann wollen wir einen anderen Kamerad von ihm letztes Mal vorstellen, bei den A-Junioren noch, den Tom Weiland, bevor wir über die weiteren Neuzugänge reden. Und mit dem Tom haben wir uns getroffen und er will ja in die Fußstapfen seines legendären Vaters hier treten. Er war einer der ganz Großen bei Hansa, Hilmar Weiland. Über 400 Pflichtspiele absolvierte der einstige Nationalspieler für die Ostseekicker. 2002 beendete der stille Hille seine Karriere bei der Kogge. Aber in der aktuellen Spielzeit soll wieder ein Weiland im Dress der Rostocker die Gegner schwindelig spielen. Abgeklärt und ruhig, passend zu einer Kanufahrt, so präsentierte sich Tom Weiland bisher bei den Profis. Ja, das Tempo ist schneller und ja, man muss sich halt schneller vom Ball trennen, sonst kriegt man auch mal einen auf den Knochen, sag ich mal so. Weil das ist alles ein bisschen härter, lauter und ja, muss ich erstmal dran gewöhnen. Auch Zweikämpfe ganz anders geführt und so. Also schon ein bisschen was anderes. Über Elmenhorst und den SV Warnemünde kam der 19-Jährige 2003 zum Verein. Hier konnte er vor allem in der A-Jugend Erfolge feiern. So gehörte er zu der Truppe, die sich 2010 zum deutschen Meister küren konnte. Und auch im DFB-Dress durfte er bereits ran. Ja, also ich habe, glaube ich, U17 zwei Länderspiele gemacht in Israel und war dann jetzt vor kurzer Zeit auch bei Lehrgängen und so. Also und halt zum Länderspiel hat es danach erstmal nicht, weil ich halt
in der Profimannschaft erst Fuß fassen sollte. Und na, jetzt ist es ja soweit und ich denke mal, ich hoffe mal, dass ich dann, wenn ich hier ein bisschen gute Leistung zeige und so, dass ich dann wieder angreifen kann, auch in der Nationalmannschaft. Das ist mein Ziel. Aber nicht nur schöne Momente erlebte Tom Weiland bisher als Fußballer. So gab es im diesjährigen DFB-Pokalfinale der A-Junioren einen ganz bitteren Moment. Ausgerechnet er sollte im Elfmeterschießen am Torwart des SC Freiburg scheitern. Mein schlechtestes Erlebnis, obwohl wir es im Pokalfinale geschafft haben, ja, haben wir leider im Elfmeterschießen verloren. Und wie es war, das muss ich ja nicht sagen. Inzwischen hat Tom Weiland einen Vertrag bei den Profis unterschrieben. In seiner ersten Saison muss er allerdings noch mit einer Doppelbelastung klarkommen. Am Christophorus-Gymnasium wird er noch bis April nächsten Jahres die Schulbank drücken. Und sollte es wider Erwarten nicht mit der Fußballerkarriere klappen, so möchte er dennoch dem Sport die Treue halten. Ja, also ich weiß schon so, dass ich was auch mit Sport zu tun habe, so Sportmanagement oder ja, einfach, dass ich beim Sport bleibe, wenn das so, aber erstmal konzentriere ich mich auf Fußball und das ist natürlich das Wichtigste erstmal. Für die kommende Spielzeit hat sich Tom Weiland einiges vorgenommen. Bei den Profis etablieren und auch das erste Tor soll nicht zu lange auf sich warten lassen. Und so wie sich der 19-Jährige bisher im Hansa-Dress immer präsentierte, sind wir sicher, dass ihm dies auch gelingen wird. Vom Tom wieder zu Peter Vollmann. Wie macht der Tom sich eigentlich denn im Training? Wir haben ihn ja eben gerade gesehen. Ich denke, er macht sich sehr gut, weil er die Fähigkeit hat, technisch sehr gut Fußball zu spielen. Er hat die Gabe. Viele Spieler, die bei der Ballannahme sehen, erstmal den Rückpass und er sieht immer den Weg nach vorne. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um ein guter Offensivspieler zu sein, dass man bei der Ballannahme erstmal nach vorne denkt und dann zurück. Und die Fähigkeit hat er. Er muss sicherlich noch lernen, aber er, wir haben das auch in den Trainingsspielen und haben das auch in den Vorbereitungsspielen schon gesehen, dass er die Gabe hat, einfach, wie man so schön auf dem Bierdeckel zweimal auszuspielen, dann auch noch den Rückpass zu geben. Das ist einfach das, was wir jetzt noch lenken müssen, dass er seinen Abspielzeitpunkt immer wieder gut findet, nicht übertreibt, aber auch nicht untertreibt. Wir wollen ihm ja auch seine Stärken, seine Fähigkeiten nicht nehmen, das auch innerhalb der Mannschaft ausspielen zu können. Aber ich denke, dass er alle Voraussetzungen hat und gehe davon aus, dass er eine hohe Anzahl von Einsätzen in der zweiten Liga auch haben wird. Neben den Jugendspielern sind ja auch Leute von außen gekommen, unter anderem das Torphantom oder auch Tino Pertl. Wie haben sich die Neuzugänge bei Hansa Rostock eingelebt? Ich glaube, sie fühlen sich alle wohl, so nach den eigenen Aussagen. Man muss ja auch mit den neuen Spielern sprechen. Sie fühlen sich gut integriert, weil die Mannschaft auch funktioniert. Das ist homogen. Es ist immer besser, wenn man zu einer Mannschaft kommt, die aufgestiegen ist, als zu einem Absteiger. Da ist es immer schwieriger, weil noch viele Dinge aufzuarbeiten sind aus der letzten Saison. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir müssen einfach nur die Geschlossenheit weiterführen mit den neuen Spielern, dann integrieren. Und ich denke, dass alle Neuen sich bei uns sehr wohl fühlen. Sie wollten sich qualitativ verbessern. Ist die Leistungsdichte höher geworden durch die Neuzugänge? Wenn man die Trainingsspiele sieht, die Spiele, Vorbereitungsspiele, dann ist die Leistungsdichte deutlich höher geworden, auch nach den Aussagen älterer Spieler wie Sebastian Pelzer, Peter Schürber, Marcel Schied. Also wir haben da deutlich zugelegt. Die Leistungsdichte ist wesentlich größer und wir müssen nächste Woche gegen Paderborn, ich hoffe, dass keine Verletzungsgründe da sind, etwas zu ändern, sehr, sehr genau überlegen, entscheiden, welche Mannschaft wir auf den Platz stellen. Weil letztes Jahr haben wir eine erste 13 gehabt und dieses Jahr haben wir eine erste 16, wo also jeder unter den ersten Elf spielen kann. Ich wollte schon sagen, der Konkurrenzkampf ist ja dadurch auch höher geworden. Letztes Jahr war das Plus der Mannschaft die Geschlossenheit. Konkurrenzkampf, ist das, weicht sich das so ein bisschen oder bleibt die trotzdem bestehen? Ich hoffe, dass sie bestehen bleibt. Aber es ist halt so, dass wir jetzt zweite Bundesliga spielen. Alles ist noch professioneller geworden. Natürlich auch die Spieler sind noch professioneller geworden, müssen noch professioneller werden. Und da gehört eben auch zu, dass man ja, sich durchbeißt, versucht immer seine Leistung zu bringen. Man muss sich gegen seinen Part durchsetzen. Und da kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Das wäre verkehrt gedacht. Aber wir müssen trotzdem, wenn wir auf dem Platz stehen, wenn wir im Trainingsbetrieb sind, müssen wir uns auf unsere Geschlossenheit verlassen können. Und da zählt eben jeder einzelne Spieler.
Die Vorbereitung neigt sich dem Ende. Kann man eigentlich sagen, es hat jemand positiv überrascht und einer hängt vielleicht ein bisschen hinterher? Also im Moment ist es wirklich so, dass es so ist, dass die jungen Burschen positiv überrascht haben, die hochgekommen sind und die alle anderen Spieler erfüllen eigentlich die Erwartungen, die wir in sie gesetzt haben. Dass es auch noch das eine oder andere abzustimmen gibt, ist ganz natürlich und wird sich erst auch unter dem Bundesliga-Stress, wird sich das erst abstellen lassen, weil dann beginnt erst das wahre Leben, da geht es um Punkte, da geht es wirklich um die Wurst, wie man so schön sagt. Wir haben 34 Extremsituationen, die auf uns zukommen. Jedes Spiel wird extrem als Aufsteiger und ich denke, da muss dieser Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielen und eben Leistungsprinzip zählt, weil ich immer sage, ich werde mich nie für oder gegen einen Spieler entscheiden, sondern immer für die Mannschaft und das ist für die Aufstellung das erste Kriterium. Okay, letzte Frage, Herr Vollmann, mit welchem Gefühl starten Sie in die Saison? Ich denke, dass wir mit einem gemischten Gefühl starten, genau wie letzte Saison auch. Da war es auch ein gemischtes Gefühl und das letzte Saison war es so, dass es dann ins Positive reingerutscht ist und das hoffen wir natürlich auch. Wir werden keine Wunderdinge von unserer Mannschaft erwarten können. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir wollen ein seriöses Klassenziel rausgeben, dass wir gesagt haben, Klassenerhalt. Wir wollen den Leuten keine Märchen erzählen, Wunderdinge gibt es hier nicht, sondern wir wollen seriös den Leuten mitteilen, was wir versuchen wollen zu erreichen. Und wenn, und das ist mein persönlicher Wunsch, wir das so früh wie möglich schaffen, dann ist das, denke ich mal, eine gute Saison für Hansa gewesen. Okay, dann hoffen wir auf einen realistischen Sieg am Sonntag. Danke Ihnen fürs Gespräch und für Sie, liebe Zuschauer, gibt es noch ein Gewinnspiel. Aber statt der Gewinnkarten, die wir sonst mal verlosen, haben wir was Besonderes für Sie. Ziegenbein, Beißer drin, 2:2. Und in der Mitte, Peter Schürmer, völlig frei, klasse Kopfball zum 2:1 Endstand. Jennecke, 4:0. Nie mehr dritte Liga, nach dem Schlusspfiff in München brechen im Stadion an der Grünwalder Straße alle Dämme. Der Urlaub ist vorbei und die Kogge ist zurück. Ziegenbein. Erleben Sie nochmals die Tore, Triumphe und Emotionen der Saison 2010-2011. Die Hansa Rostock Aufstiegs-DVD. Und exklusiv für die Zuschauer von Auf Kurs verlosen wir 2 Exemplare. Schreiben Sie hierfür eine E-Mail an gewinnspiel@juni-media.com. Trotzdem unglaublich, oder? Das geht gar nicht. Ja.